Fledermäuse, ja moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dayland. Hier vorab mal kurz reingeschnippelt. Fledermäuse, wir haben Fledermausflügel. Halleluja, wir haben die drei zusammen. Ihr seht schon, da rechts stapeln sich noch die Steine. Ich bin die ganze Zeit am Steinefarm. Dankeschön. Ja, oh, da ist noch eine Fledermaus. Ich hole erstmal das hier. Oh, ich habe keinen Strom mehr. Endlich mal wieder Fledermäuse. Es wurde auch Zeit. Vielleicht, weil sie mitten in der Nacht angegriffen haben. Oh! Seht ihr, ihr seid sogar rechtzeitig hier für ein neues Level. So. Kraft erhöhte körperliche Angriffsrate, Ausdauer erhöhte Lebenspunkte und verändert die Zustände. Gehen wir ein bisschen auf Kraft, dann haben wir 5 Kraft. So, stimmt, wir können noch in die Mine, ne? Sollten wir auf jeden Fall ausnutzen. Kann ich auch den Timer schon mal anmachen, so. Herr Magier, leider ein bisschen schlechtes Timing. Boom. Oh nein. Bleib stehen. Hallo, Herr Locke. Konntest du die Bewohner von Mio retten? Ja, zum Glück sind wir Magier gerade noch rechtzeitig gekommen und konnten viele Leben retten. So etwas gab es seit vielen Jahren nicht. Wir leben in Zeiten des Friedens. Wie konnte das passieren? Die Sternpatrouille ermittelt alles, deutet auf einen magischen Angriff hin. Die Katzenkinder erlitten Vergiftungen und Lähmungen. Die Angreifer suchten nach etwas. Mio ist ein Versteckplanet, auf dem Katzenkinder alles aufbewahren, was sie stehlen. Wer sind die Katzenkinder? Eine hybride Spezies, eine Minderheit. Menschliche Kinder mit Katzengen. Sie sind sehr lustig und unauffällig. Sie schleichen sich in Handelsschiffe und stehlen aus unseren Lagerhäusern. Piraten suchen sie oft für ihre Besatzung und schicken sie los, Räuberüberfälle und Verbrechen zu begehen. Aber es sind immer noch Kinder. Warum gibt es keine erwachsenen Katzenmenschen? Nein, sie haben nur ein kurzes Leben. Die meisten werden nicht mehr als 15 Jahre alt. Wie echte Katzen halt, ne? Wenn du sie irgendwo antriffst, solltest du der Patrouille Bescheid sagen. Die meisten von ihnen sind harmlos, aber man kann ihnen nicht trauen. Okay, ich werde es mir merken. Ach übrigens, ich habe eine weitere Seite der Geschichte auf Mio gefunden. Hier kannst du die Geschichte mit den fehlenden Seiten vervollständigen. Okay, keine Aufträge von ihm. Er hat auf jeden Fall keine Fledermausflügel, aber ich möchte all deine Schleime haben. Das kann ich selber machen. So, nichtsdestotrotz können wir jetzt leider nicht in die Mine. Wir können aber das Buch angucken, ne? So. The Prince. Es war einmal ein Junge, der auf einem kleinen magischen Planeten lebte. Jeden Tag gab er sich große Mühe, sich am Land Bäume und Tiere zu kümmern. Und er sammelte die hellen Kristalle, die er finden konnte. Eines Nachts hörte er eine Stimme in seinen Träumen. Du bist ein Prinz, wurde ihm gesagt. Ich werde dir Macht geben. Wie, ich habe nur eine Seite bekommen. Ich dachte, man bekommt über 3. Oder habe ich noch mehr Seiten? Ist das vielleicht alles nicht in Reihenfolge? Ist das bitter. Na gut. Wir können aber schon mal zur Mine laufen. Der Typ ist jetzt noch ein paar Sekunden da.
Bis wir die Mine gefunden haben, vergeht eh noch ein bisschen Zeit. Ah, allerdings würde ich gerne gucken, wie. Achso, stimmt. Ja, ist doch gut. Ich weiß doch. Wie viel Silber kann ich herstellen? Oh, eins. Ich muss definitiv mehr Stein sammeln. Silber. So, Mine, Mine, Mine. Hier ist die Mine. So, jetzt können wir noch 10 Sekunden lang hier noch ein bisschen drin rumknüppeln. Ich meine, im Endeffekt können wir hier gleichzeitig rumknüppeln und gleichzeitig Leben bekommen. Ist auch nicht schlecht. So, er ist weg. Machen wir uns Feuer an. Ja, jetzt hau ab, Mann. So, klappen wir hier noch ein bisschen rum. Dann beseitigen wir als allererstes diesen Stein hier, damit wir zurückkommen. Dies ist der Kristallherz von Dayland. Schön für ihn. Und du? Ja. Hat anscheinend sehr viel gebracht. Toll, jetzt dein Kristallherz. Gut. Merken wir uns einfach. Unsere Pflänzchen sind fertig. Erstmal nach Hause finden. Mein halber Zaun. So. Wir brauchen ja ganz, ganz viel Öl, deswegen werden wir ganz, ganz viel Öl anpflanzen. So, dich nehmen wir auch auseinander. Oh, Superfarmer habe ich jetzt Erfolg bekommen. Ich bin ein Superfarmer, ich weiß. Muss man mir eigentlich nicht sagen. So, schon haben wir unsere zwei zurückbekommen. Können wir eigentlich schon Lolli herstellen? Ja. Wieso habe ich das nicht sofort gemacht? Egal, wir haben den Lutscher. Was haben wir noch? Ach stimmt, wir können nach Aang zurückkehren, ne? Ein Korra, sorry. Das werden wir jetzt auch machen, würde ich sagen. Oh, deine Nase juckt. Hast du etwa eine Allergie gegen das Kätzchen? Ja. So süß und lecker. Wie heißt du? Arco. Arco. Bis zum nächsten Mal, Arco. Tu mich auch. Gut, du hast keine Aufträge momentan. Gehen wir los. Okay, Dude. Danke, Arco. Der Piratenkapitän hat mein Schaf zurückgebracht und sich entschuldigt. Gern geschehen, Goliath tut, als wäre er ein echt harter Kerl, aber tief im Inneren ist er gar nicht so übel. Hi Moon, kennst du dich mit Blumen aus? Blumen? Ja, die Art Blumen, die Mädchen mögen. Ich mag keine Blumen. Ah, oh, wow. Ich bin sicher, dass Arco dir helfen kann. Er hat einen sehr schönen Garten auf seinem Planeten. Könntest du mir ein paar gelbe Blumen bringen? Es ist ihre Lieblingsfarbe. Klar, ich hole welche. Chrysantheme. Wo soll ich denn die jetzt herbekommen? Ich habe Sonnenblumen, die sind auch gelb. Reicht das nicht?
Wo soll ich denn jetzt Chrysantheme herbekommen? Ihr wollt mich doch verarschen. Kann man bei dir solche Samen kaufen? Offensichtlich nicht. Na, guck mal, wer sich da ein bisschen weiter ins Land traut. 142 Schaden. Ich schlag mir die Spitzhacke zu, ne? So, weißt du was? Ich hole jetzt meinen Stab raus. Es kostet wirklich 3 Kristalle. Aber dafür ist er stark. Und ich meine, ich habe ja sonst keinen anderen Verwendungszweck dafür. Oh, guck mal, da ist so ein Busch, so ein Argenbusch. Jetzt weiß ich, ja, jetzt wo man weiß, wie sie aussehen, ne? Ist das jetzt auch halb so wild. So, wenn ich hier bin, zauber ich einfach. Kein Bock mehr zuzuschlagen. Wie so ein Noob. Ups, ich wollte deine Bude nicht verbrennen. Oh. Na gut, dann töten wir den noch mal ganz kurz. Lebst du etwa noch? Der lebt immer noch. Das ist auf dem Kopf hier. So, kann man bei dir Chrysanthemen, Gänseblümchensamen, ob ich die einpflanzen kann? Ich glaube, ich habe schon mal getestet, ne? Ich glaube, ich konnte das nicht sprechen. Es ist fertig. Der Eintopf ist köstlich. Es ist das Rezept meiner Mutter. Ich bin mir sicher, es hätte sie gefreut. Okay, jetzt geht's nicht mehr. Es dir zu schenken. Du hast ein neues Rezept, Eintopf. Ich möchte in den Tempel eine Gabe bringen. Könntet ihr Nidavi diese Auberginen bringen? Das sind die besten, die ich noch habe. Ich gebe euch ein paar, ich gebe euch noch ein paar für euch selbst. Aber gerne doch. Oh, Bajin. Okay. Dann laufen wir da fix mal rüber. Okay, Magie bringt's auch nicht. Bei den Schneemannern bringt's was, aber bei diesen kleinen Hoppelhäschen. Das ist, nee. Die Hoppelhäschen, die schlage ich lieber zusammen. So. Auch keine Chrysantheme, ja? Nidavi, wir bringen eine Gabe von Jute. Oh, was für ein köstliches Gemüse. Der Tempel wird ihre Gebete erhören. Ich grüße Sie, weiser Nivadi. Mein junger Freund kann Magie steuern. Das Feuerelement kann er bereits kontrollieren. Ich spüre die magische Kraft durch seine Venen fließen. Du willst lernen, das Element zu kontrollieren, nicht wahr, junger Prinz? Ja, weiser Nidavi. Bringen Sie es mir bei. Ich bin bereit, dir zu helfen. Aber zuerst musst auch du etwas geben und eine wertvolle Gabe bringen. Was für eine Gabe? Einen reinen Diamanten. Ich suche einen. Hey, ich habe einen Diamanten. Ich bringe den Diamanten, weiser Nivadi. Möge das Eis dir lauschen und sein Tempel dich beherbergen. Um deine Beziehung mit dem Eis zu stärken, musst du es erst bändigen. Heute musst du Eiswesen aufsuchen und sie besiegen. Moon kann dir im Notfall helfen. Sie hat diese Prüfung bereits bestanden. Los geht's, Arco. Neue Mission, besiege 3 Eiswesen. Easy. Boah, ich habe hier alles schon ausgelöscht, oder? Na, Kaninchen. Ah, dafür ist bestimmt das Eis da, oder? Oder brauche ich dafür auch Kristalle, um zu zaubern? Hallo. Jetzt mache ich plötzlich Schaden. War das ein Eiswesen? Boah, so ein Kackschneemann, ne? Okay. Wir müssen Schneemänner finden. Aber wenn wir schon mal hier sind, kriegt der Hoppelhase aufs Maul. Eiswesen. Bist du ein Eiswesen? Ich weiß nicht, du bist ziemlich bunt für ein Eiswesen, ne?
Das einzige Eiswesen, was ich kennen würde, ist der Schneemann. Ich wusste, dass hier ein Gegner ist. Aber du bist doch ein Eiswesen, oder? Ich meine, du siehst eisig aus. Weißt du, da braucht man einmal diese Schneemänner und dann ist nicht einer hier. Das ist mein trauriges Schicksal, Freunde. Mein trauriges Schicksal. Ich meine, ich kann jetzt zurückgehen und ja. Was muss ich hier noch machen? Ansonsten, wir gehen noch mal kurz zu Hute. Vielleicht hat sie eine neue Quest für uns. Aber ohne Schneemänner kriege ich das Eiselement nicht gebändigt. Ich bin nämlich Ahn. Ich hasse es, das fragen zu müssen, aber ich habe keine andere Wahl. Nur zu, Hute, was ist los? Umi kümmert sich um Vorratslieferungen, die per Schiff ankommen. Ich warte schon seit einigen Wochen auf eine Lebensmittellieferung. Ich bin mir sicher, dass sie bereits angekommen ist, aber ich möchte nicht mit Umi sprechen. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Vielen Dank, das ist sehr lieb von euch. Neue Mission, sprich mit Umi über die Lebensmittel. Ah, okay. Laufen wir nochmal zurück. Wir anscheinend nichts Besseres zu tun, als hier den Anwalt zu spielen, der zwischen den beiden kommuniziert. Ich glaube, ich bin scheiße gelaufen, naja. Hallo Freunde, ich bin Zero, Rechtsanwalt. Ich rede mit geschiedenen Personen. Toller Job, ne? Ah. Umi, eine Freundin von uns, hat uns um Lebensmittelvorräte gebeten. Ute? Ja, sind sie schon angekommen? Um ehrlich zu sein, nein. Ich bin sicher, sie braucht die Vorräte, um zu überleben. Hier, nimm das von mir mit. Sag ihr, es sei die Lieferung. In Ordnung. Okay. Keine Ahnung. Ich meine, so wie die Frau sich verhält, hat sie es ehrlich gesagt nicht verdient. Lass sie verhungern. Hört sich jetzt krass an, aber ich meine, wenn sie es nicht will, dann will sie es halt nicht. Ute, Umi hat uns diese Vorräte für dich gegeben. Endlich. Moment mal, das sind nicht die Vorräte, die ich bestellt habe. Wo sind Reis und Milch? Ich bin sicher, dieser Ank hat etwas von meiner Lieferung behalten. Nein, Umi würde das nie tun. Es ist sicherlich nur ein Versehen. Ich muss jetzt nicht zurücklaufen, oder? Hm. Nee, ist durch. Hey Hute, hast du noch deine alte landwirtschaftliche Hacke? Ja, aber ich benutze sie nicht. Ich bin jetzt ein Jäger und hier im Norden kann ich eh nicht viel anpflanzen. Warum schenkst du sie nicht Arco? Er hat sie sicher gut gut gebrochen. Sie befindet sich in einem ziemlich schlechten Zustand, aber wenn du die Materialien hast, kannst du eine ähnliche nachbauen. Danke, ich stelle genauso eine her. Damit hätten wir auch die letzte Spitzhacke. Hier, schön auf dem Hintern. Leider bist du auch kein Eiswesen. Ah, ich werde jetzt sowieso keine drei Schneemänner mehr finden, ne? Wieso sind jetzt hier nur noch diese komischen Eidechsen-Kakerlaken-Viecher? Wo sind die ganzen Schneemänner, wenn man sie braucht? Au! Der ist unsichtbar. Ha! Erfolg freigeschaltet, Jäger. Dich sehe ich, Freundchen, dich sehe ich. Deine Freundin hat mir wehgetan, dafür musst du sterben. Kehren wir zurück nach Hause. Ohne einen Schneemann. Nur über diese komischen Eidechsen-Kakerlaken.
Sonst wimmelt das hier von diesen Viechern, ne? Aber jetzt, wo ich sie brauche, sind sie natürlich nicht da. Aber gut, können wir die Hake machen und dann kommen wir wieder zurück. Wusch! Wieso landen wir eigentlich immer so komisch? Ich wette, wir brauchen Silber dafür, ne? Ich meine, ein Silber habe ich. Ich brauche zwei. Na komm, das kriegen wir doch schnell hin, oder? Komm, gib mir einfach ein Silber. Alle sind glücklich. Ah, der Koch ist da. Und schon habe ich keine Ausdauer mehr. Hallo, Herr Koch. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, ne? Wilde Hühner. Brrr, das kann nur eines bedeuten. Frische Eier. Es ist so schwer, in diesem Universum leckere Eier zu finden. Und du hast sie direkt hier vor deiner Nase. Wie bekomme ich ein Ei? Du musst die Hühner mit Samenkörnern füttern, damit sie dick und rund werden. Brrr. Und am Ende legen sie dann schöne große Eier. Ein Ei, habe ich. Es hat einige Zeit gedauert, aber ich habe jetzt ein frisches Ei. Einige Zeit, ist klar. Brrr, so ein kleines, schwer zu findendes Wunder. Es ist so gut, ich könnte es roh essen. Uah. Oh, toll. Schon hat keine Aufträge mehr für mich. Ach, du verkaufst auch Larven. Na, jetzt ist es zu spät. Wackelpudding, Pfannkuchen. Reis. Die eine wollte doch Reis und Milch. Ich wette, das brauche ich irgendwann. Aber wir denken nicht zu weit in die Zukunft. Ach ja. Ich bin ja K.O. und platt. Essenstechnisch könnte ich auch was vertragen. Das heißt, wir schlafen. Werden dann wahrscheinlich hungrig sein. Wo wohnst du, kleiner Prinz? Ach, sie kann in meine Träume kommen, weißt aber, hat keine Ahnung, wo ich wohne. Ziehen wir uns noch ein Brot rein. Hä? Jetzt habe ich zwei Besucher. Ich habe nicht genug Platz für euch alle. Bram, der Kudo. Achso, deswegen habe ich zwei. Moon, der Mensch. Lange nicht gesehen, wie läuft das Geschäft? Sehr gut, sehr gut. Wie du sehen wirst, erfüllt mein Restaurant schief alle Anforderungen. Wir halten uns an alle Gesundheits- und Sicherheitskontrollen und unsere Gerichte sind ausgezeichnet. Ich verstehe. Hey, ich habe ein Rezept, das du in dein Schlemmermenü aufnehmen könntest. Wohl kaum. Es ist ein sehr vorsichtig zusammengestelltes Menü. Oh, ich werde es dir beweisen. Und Akku hilft mir, nicht wahr? Ja, klar. Bereite das Gericht vor und lass den Jungen es mir bei meinem nächsten Besuch bringen. Pizza. Pizza, Pizza, Pizza. Okay. Oh Gott, bleib hier. Ich hab deine Pizza. 2 Sekunden noch. Null. Nein, nein. Deine Tische sind im Weg. Deine Tische sind im Weg. Bereite mit Moons Rezept eine Pizza für Bram, den Koch. Ich hab die Pizza, kannst du ihm sie nicht bringen? Fliege bitte her, bring ihm die Pizza. Es wäre so einfach. So einfach. Gut, Freunde, ich sammle jetzt ein paar Steine, bis der nächste Besuch da ist. Haut rein, euer Zero. Tschüss.